Happy Halloween, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Halloween-Spezial von Star Stable. Wir sind beim vierten Tag des Apfeltauchens angekommen und wir fangen auch direkt an. Das fängt schon mal gut an. Oh, ich habe mein Skype nicht ausgemacht. Ich hoffe, das stört euch jetzt nicht so. So, einmal Heu. Kann ich auch hier hinlegen. So. Dann reiten wir auch schon nach Fort Pintar. Fort Pintar. Transporter bringt dich und dein Pferd nach Fort Pintar. Gut. Das ist doch hübsch. Ich mag Fort Pintar. Fort Pintar ist toll. Vor allem da, wo die das jetzt hier so neu gemacht haben, finde ich, das sieht noch hübscher aus als vorher. Vor allem das hier sieht auch nicht mehr so gedrungen aus. Das sieht jetzt noch mehr Platz aus. Ein Glas Eistee. Ja. Wo gehen wir jetzt hin? Zu Steve's Farm, glaube ich. Da können wir dann ja auch auf dem können wir dann hier jetzt einmal das Apfeltauchen machen. Da haben wir eine Mandarine bekommen. Oh, das war jetzt nicht so intelligent von mir. Intelligentlich. Heute so intelligentlich. Jetzt geht's nach Fear Grove. Was ich jetzt noch sagen muss, dass sie wird definitiv nach der Geisterjagd rauskommen. Also jetzt, ich habe ja jetzt gestern die Geister gejagt und werde das mit am gleichen Tag wie das hier hochladen, wenn es klappt. Und ich muss sagen, ich habe einige Geister vergessen. Mindestens drei, glaube ich. Das ist aber nicht schlimm, denn das hole ich nach. Keine Sorge. Das wird alles nachgeholt. Das muss ich aber leider am Sonntag machen, weil ich da heute keine Zeit mehr für habe. Heute ist Halloween, heute ist Samstag und ich bin ja nachher auch eingeladen auf eine Party. Und deswegen werden die restlichen Geister der Geisterjagd erst am Sonntag gesucht. So. Einmal. Ach ja, ja, das sind sogar vier, glaube ich. Drei, vier oder fünf, ich weiß es nicht mehr so genau. Ich habe ja noch eine Reihe frei. Ich habe so viel Kram bei mir im Rucksack, das ist nicht mehr feierlich. So, von hier aus geht's dann zur Reitarena. Von da aus zu den Golden Hills stellen und von da aus dann nach Jorvik. Hoffentlich. Ja,
sind sogar, glaube ich, sogar 5 Geister, die ich sogar vergessen habe. Ich muss mir das Video gleich nachher oder so nochmal anschauen und dann, ja. Ich bin so intelligentlich. Intelligentlich! Weil ich glaube, in der Erntefeverbrunst habe ich 2 vergessen. Hier in Golden Hill habe ich sogar 1 vergessen. Auf dem Weingut habe ich 1 Geist vergessen. Das sind insgesamt schon 4. Ich werde gleich zum Golden Hill Stall mal einen kleinen Umweg reiten. Und dann werde ich mal schauen. Was dann, ob der wirklich auch bei mir fehlt. Hab. Ja, sehr intelligentlich von mir. Intelligent, Entschuldigung. Ich sag die ganze Zeit intelligentlich, ich weiß nicht warum. Weil ihr wisst ja, da hinten am Leuchtturm, hinten der Leuchtturm, der steht ja in den Golden Hills. Und da habe ich gesehen, die eine hat die Jagd von, die hat ein Video über die Geisterjagd von diesem Jahr gemacht. Und dahinter soll angeblich auch ein Geist sein. Aber ich bin mir sicher, dass ich dahinter lang gelaufen bin und da war kein Geist. Deswegen werde ich da jetzt nochmal einfach mal lang laufen. Tatsache, ich höre ihn schon. Tatsache, hier ist einer. Den spreche ich aber jetzt nicht an, weil das wollte ich mir für die Geisterjagd aufheben. Dann geht es jetzt hier weiter. So. Eine Maske. Was für eine Maske? Oh, die ist cool. Die ist cool. Die finde ich geil. Passt zwar jetzt nicht so ganz zu dem Outfit, aber ich finde die cool. So. Den Golden Hills hätten wir dann auch. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch zum Jorvik-Stall. Das heißt, der große Preis von heute ist dann die Maske. Bin ja mal dann gespannt, wann wir die Decke bekommen von dem Pferd. Weil momentan benutze ich ja noch die von den Spinnen. Vom Spinnenset. Das hier. Das sieht ja normalerweise so aus. Aber ich glaube, das lasse ich jetzt auch erstmal drauf. Weil das von dem Set her besser aussieht als normal. Also das andere jetzt. Ich bin ja nicht so ein, ich bin ja nicht so ein Fan von Spinnen. Warte! Auf mich! Yeah.
Schauen wir uns die schöne Fernmusik an, während wir nach Jalaheim fahren. Und dann noch dabei dieses schöne Bild, wie wir mit der Fähre fahren. Was haben wir denn hier alles? Facebook, Facebook, Facebook. Jetzt gehen wir nur eben schnell den letzten Apfeltauch-Dingsi machen und dann war es das auch dann schon wieder für heute. Leider. Leider, leider, leider. Ich hatte heute auch nicht große Lust, mein Pferd zu wechseln. Deswegen habe ich mir gedacht, bleibst bei Silverain. Silverain ist okay für heute. Natürlich, Silverain geht immer. Silverain ist ein Araber. Ein arabisches Vollblut. Ich kann fliegen. Morgan, normales. Jorvik ist Jorviks Warmblut. So. Und ein Apfel. Herrlich. Herzlich. So. Wir sind danach wieder fertig für heute. So, wir sind dann fertig für heute und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ciao, ciao!